Hallöchen ihr Lieben, ich bin's wieder, eure Frances. Heute zeige ich euch, wie ich einen VW-Bulli male mit Aquarellfarben. Ihr seht, ich habe hier eine Vorzeichnung gemacht, das habe ich von einem Bulli-Kalender einfach abgepaust mit meinem Lightpad, also einem Lichtpanel, könnt ihr aber auch am Fenster machen, wenn das Papier nicht zu dick ist. Einfach abpausen, dann klebe ich das Bild fest auf meiner Unterlage, weil ich ja mit Aquarell male. Da seht ihr die Vorlage nochmal aus dem Kalender. Und Aquarell natürlich sehr nass ist und damit sich das Papier nicht gar so doll wälzt, klebe ich es fest. Die Stromleiste bedeutet eigentlich nur, dass ich mein iPad angeschlossen habe, weil ich immer beim Malen irgendwas höre oder mir nebenbei anschaue. Ja, ich nehme meine DaVinci Casaneo, mein Van Gogh Pocket und die Horadam-Aquarelle und lege einfach los. Also wenn ihr mit Aquarell etwas malt, ist es natürlich gut, wie in diesem Fall, wenn ihr euch eine Vorzeichnung macht, euch genau das Bild anschaut, wie die Farben sind oder sein sollen und vielleicht im Vorfeld schon mal auf einem extra Papier mischt bzw. drauf malt, um zu schauen, ist das die Farbe, die ich möchte dafür. Ich bin wie immer ziemlich mutig und lege einfach los, ohne zu groß zu gucken. Deswegen ist dieses Bild am Ende auch nicht mein allerbestes geworden, aber es ist trotzdem ganz schön. Ja, und ich bin ja so ein extremer Bulli-Fan. Ich habe selber keinen, ich fahre nicht mal VW, aber irgendwie finde ich den besonders schön, auch den alten Käfer. Ich weiß nicht, wie es euch da geht. Hier in Kassel gibt es momentan, also ich weiß nicht, ob es heute noch so ist, aber ich war vor 14 Tagen beim Autohaus Klein in Ihringshausen. Also wenn ihr aus Kassel kommt, da steht ein Originalbulli. Wunderbar, also wer dieses Auto liebt, der fährt mal hin und schaut sich's an. Hier aus der Ecke auf jeden Fall. Ja, aber weiter zum Bild. Ich male die Fenster mit so einem leichten Blauton, hinten ein bisschen dunkler als vorne. Die Reflexionen sind ziemlich schwierig, habe ich auch nicht ganz so genau genommen, wie es auf dem Originalbild ist. Die gar so feinen Feinheiten sozusagen habe ich einfach weggelassen. Mir ging es ja auch darum, das Auto als solches einfach nur darzustellen, gar nicht unbedingt jetzt perfektionistisch ein fotorealistisches Bild darzustellen, sagen wir es mal so. Aber das wisst ihr ja schon von mir, wenn ihr einige meiner Videos gesehen habt. Ich bin nicht so für perfekt. Ich bin eher so für Spaß haben dabei. Von daher, ja. Ich denke, ich werde noch mehr Bullis malen. Auf dem Kalender waren ja 12 Blätter. Davon haben mir viele gut gefallen. Sehr oft ist natürlich der Rot-Weiße abgebildet. Der gefällt und das ist ja irgendwie so der Klassiker. Von daher habe ich den schon zweimal gemalt in der Farbe. Es gibt den aber auch in Blau-Weiß und das finde ich auch sehr schön. Und da habe ich ja auch noch mal ein Bild gemalt. Das hänge ich euch mal hinten an das Video dran, dass ihr dann das fertige Bild und auch das andere Bild mal seht. Ja, und ich benutze wieder meine Casaneo-Pinsel von DaVinci. Das sind ja diese Synthetikpinsel, die sich so ein bisschen anfühlen wie wie Echthaar. Die sind echt super, Casaneo, und aber ich glaube, ich habe auch gerade da den Van Gogh Pinsel, Aquarellpinsel, die sind auch super. Vor allen Dingen die Rundpinsel. Farben benutze ich hier in diesem Falle gerade die Schminke Horadam. Kann sein, dass da auch noch ein paar Akademie-Näpfchen dazwischen sind, das kann ich schon gar nicht mehr unterscheiden. Aber ich bin mit den Schminkefarben eigentlich super zufrieden. Und was ihr allerdings nicht braucht, das habe ich euch ja schon mal erzählt, am Anfang habe ich mir unheimlich viele Farben immer von einer Sorte geholt, also was weiß ich, 5 verschiedene Rottöne und so. Das braucht ihr eigentlich nicht. Also mittlerweile bin ich ja auch ein bisschen besser im Mischen. Das hat mir am Anfang auch keinen Spaß gemacht, beziehungsweise ich habe es nicht so hinbekommen. Und ihr könnt fast jede Farbe mischen. Wenn ihr alle Farbtöne in einem kalten und einem warmen Ton habt, habt ihr eigentlich alles, was ihr braucht. Also Gelb, Rot, Blau. Und Gelb, Rot, Blau, Grün? Ja, glaube.
Naja, auf jeden Fall. Und ein Schwarz und ein Weiß ist auch immer gut, beziehungsweise Weiß bei Aquarell nicht. Und dann habt ihr eigentlich fast alles. Klar, man kann hier und da ein Violett oder so, da muss man sich das nicht mischen, dazu holen. Aber so viele, wie ich da drinne habe, braucht eigentlich kein Mensch, wenn ich ehrlich bin. Man kann wirklich alle Farben mischen. Das ist mir speziell bei dem kleinen Pocket aufgefallen, als ich den benutzt habe. Da sind ja auch schon 15 Näpfe drin und letztendlich hat mir dieses kleine Aquarellkästchen vollkommen ausgereicht, um einige Bilder zu malen. Den habe ich ja eingesetzt in vorigen Videos, wo ich Sachen gemalt habe für meinen Etsy-Shop und auch nochmal wann anders, glaube ich. Ich glaube, da habe ich Bilder im Skizzenbuch gemacht, einfach so ein bisschen Aquarell gemalt. Da müsst ihr mal reinschauen in die Videos. Ja, das, wie gesagt, der Kasten reicht vollkommen aus. Ich wüsste jetzt nicht, außer vielleicht bei Porträtbildern, wo man eine größere Auswahl noch bräuchte. Also bei Porträt, wenn man wirklich viele Hauttöne braucht und so, dann tut es nochmal ganz gut, wenn man eben so einen Hautton, den gibt es tatsächlich auch, bei den Aquarellfarben vielleicht sich nochmal holt und auch den dann abmischen kann. Ja gut, ihr seht, mein Hautton ist braun, ist etwas einfacher, wenn ich mich male. Naja. Ja, der kleine Bulli wird langsam. Bei dem Rot habe ich leider ein bisschen gematscht, auf Deutsch gesagt. Das hat mir leider nicht so gut gefallen. Da bin ich aber irgendwie auch nicht mehr rausgekommen. Das ist halt bei Aquarell so ein bisschen das Gefährliche. Was man einmal gemalt hat, ist da. Klar, man kann es nochmal anlösen. Aber meistens, gerade jetzt bei sowas, sieht es dann am Ende schlimmer aus, als es einfach so zu lassen, wie ich es in diesem Bild gemacht habe. Ich habe ja danach noch einen gemalt und der ist mir etwas besser gelungen. Aber Übung macht den Meister und ihr wisst ja, nicht jedes Bild gelingt hundertprozentig. Deshalb kann man aber trotzdem Spaß dabei haben und man sollte auch trotzdem malen. Ja, ich hoffe, euch gefällt dieses Video und auch alle meine anderen Videos. Schaut mal rein auf meinem Kanal Francis Rose Art. Es würde mich freuen, wenn ihr dabei bleibt, mich immer mal wieder besucht. Und vor allen Dingen, wenn ich einen Daumen hoch bekomme, das hilft immer sehr viel weiter. Abos freue ich mich natürlich auch und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim Kreativsein. Legt los, habt Spaß, macht euch keinen Druck dabei und ja, schönes Wochenende. Tschüss!